Hier einige Tipps zum Gebrauch Ihres Knie- und Ellenbogen-Tänzgeräts EM29 von Beurer. Öffnen Sie zu Beginn das Batteriefach und legen die mitgelieferten Batterien ein. Verbinden Sie das Anschlusskabel mit den metallischen Clip-Anschlüssen der Universalmanschette. Bevor Sie die Universalmanschette anlegen, befeuchten Sie zuerst die Wasserkontaktelektroden und das Knie, den Ellenbogen, gleichmäßig mit Wasser. Legen Sie die Universalmanschette am Knie oder Ellenbogen an und fixieren Sie diese mit den Klettverschlüssen. Die Flächen der Wasserkontaktelektroden müssen dabei das Knie bzw. den Ellenbogen umschließen. Die runde Öffnung muss über der Kniescheibe bzw. Ellenbogenspitze liegen. Verbinden Sie den Stecker des Anschlusskabels mit der Anschlussbuchse der Bedieneinheit und starten Sie das Gerät. Starten Sie das Gerät mit der Ein-Aus-Taste. Es wird automatisch das Programm A aktiviert. Drücken Sie die Programmtaste P, um durch die Programme zu schalten. Drücken Sie die Intensitätstaste nach oben, um die Intensität schrittweise zu erhöhen, bzw. die Intensitätstaste nach unten, um die Intensität zu senken. Sie können die Intensität in 20 Stufen einstellen. Um zu vermeiden, dass sich während eines Trainings die Intensität versehentlich verstellt, schalten Sie die Tastensperre ein, indem Sie 2 Sekunden die P-Taste drücken. Sollten Sie im Laufe eines Programms eine Pause wollen, drücken Sie kurz die Ein-Aus-Taste. Ist das Programm beendet, können Sie das Gerät durch langes Drücken der Ein-Aus-Taste abschalten. Beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Knie- und Ellenbogen-Tänzgerät EM29 von Beurer. Bleiben Sie gesund!